So ein Mist, schon wieder geblitzt. Das gibt fiese Fotos, die richtig teuer werden. Und das ärgert viele Autofahrer. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass man einfach bloß abgezockt wird. Hier in Baden-Württemberg wird viel zu viel geblitzt. Es gibt Stellen, da bin ich mir sicher, wird nur Geld gemacht. Und dann finde ich es lachhaft. Tja, Abzocke oder gut für die Verkehrssicherheit? Das ist die Frage. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wussten Sie, dass nirgendwo sonst so viele Radarfallen stehen wie bei uns in Baden-Württemberg? Wir sind das Blitzerland Nummer 1. Kommunen und Kreise rüsten immer weiter auf. Und manchen Autofahrern geht das entschieden zu weit. Annika Jahn und Fabian Siegel. Helmut Gippert wollte eigentlich nur kurz etwas in seinem Heimatort Steinenbronn erledigen. Hier am Ende der Seestraße wurde die 30er-Zone aufgehoben und es gilt dann die 50er-Zone. Fuhr dann hier, beschleunigte und hier wurde ich geblitzt. Mit 24 km/h zu schnell. Wie konnte das sein? Ganz einfach. Auch auf der Hauptstraße gilt 30. Doch von dort, wo Helmut Gebhardt kam, stand nirgendwo ein 30er-Schild. Er konnte also gar nicht wissen, dass Tempo 30 gilt. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich kann aber gar nichts machen, das ist mein Problem. An dieser Stelle ist es eine absolute Abzockerei. Baden-Württemberg, Land der Blitzer. Wie viele es ganz genau sind, können die offiziellen Stellen nicht sagen. Denn sowohl die Polizei als auch die Kreise und Städte dürfen eigene Blitzer aufstellen. Laut einschlägiger Internetportale, die Blitzer sammeln, sind es aber fast 1300 fest installierte Anlagen. Zum Vergleich, in Bayern wurden in Internetportalen hingegen nur 90 gemeldet. Und das ärgert nicht nur Helmut Gebhardt aus Steinenbronn. Um ein gewisses Maß ist in Ordnung, aber nicht übertreiben. Und das ist gerade das, was der Bürger aufregt ein bisschen. Ein bisschen hinterlistig, halt, die sagen, der Blitzer. Die sind manchmal an solchen Stellen, wo man die überhaupt nicht erkennt. Die wissen ganz genau, wo sie stehen müssen, um fürs Haushaltsgeld noch irgendwas dazu zu verdienen. Alles Quatsch, sagen die Städte. In Schwäbisch Gmünd sind Mitarbeiter vom Ordnungsamt jeden Tag hinter Temposündern her. Es werde nur da kontrolliert, wo viele Unfälle passieren und es oft besonders gefährlich wird. Wir haben hier mehrere Schulen direkt an dieser Straße, ein Seniorenheim. Und es macht es einfach notwendig, dass die Verkehrsteilnehmer sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Und das funktioniert halt nur durch stichprobenartige Überwachung. Das finden auch die Anwohner. Die hatten sich in ihrer Verzweiflung schon mit Klebeband beholfen und einen Pfosten zum Blitzer umgebaut. Jede Tempokontrolle vom Ordnungsamt wird hier gerne gesehen. Mein Kind geht zum Beispiel jeden Morgen zur Bushaltestelle und bin ich auch froh, wenn hier nicht die Autos vorbeirasen. Und es macht insgesamt natürlich das Ganze hier ein bisschen ruhiger zu wohnen. Blitzen für sichere Straßen? Verständlich. Aber die Kontrollen bringen auch ordentlich Geld. In Schwäbisch Gmünd im vergangenen Jahr zum Beispiel rund 700.000 Euro, im Enzkreis 1,5 Millionen, in Karlsruhe 6 Millionen und in Stuttgart sogar 11,3 Millionen Euro. Aber da muss man eigentlich gegenrechnen. Wir haben 4,5 Personalstellen nur für diesen Bereich. Wir müssen als Kommune die gesamten Investitions- und Unterhaltungskosten von den Anlagen begleichen. Also letztendlich ist es eher ein Nullspiel für die Stadt Schwäbisch Gmünd. Doch manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl, wenn sie Kohle machen können, schauen die Städte nicht mehr ganz so genau hin. Der Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd. 4000 Lkw-Fahrer hat es hier in den vergangenen Monaten erwischt, weil sie 80 fuhren. Die Stadt aber sagte, hier gilt für Lkw 60. Die Straßenverkehrsordnung ist aber eindeutig. Bei fest abgetrenntem Mittelstreifen dürfen Lkw 80 fahren. Die Stadt war also einfach falsch informiert. Auch Markus Fett hat es getroffen. Monatelang soll so ein gravierender Patzer niemandem bei der Stadt aufgefallen sein? Das kann er als Lkw-Fahrer nicht wirklich verstehen. Wir müssen alle 5 Jahre den Führerschein neu beantragen und dann müssen wir auch 35 Stunden Weiterbildung vorweisen. Sonst kriegt man den Führerschein gar nicht mehr. Und sowas sollte die auch mal machen, dass sie überhaupt eine Ahnung haben von ihrem Arbeitsfeld quasi. Die Stadt Schwäbisch Gmünd pochte lange darauf, Recht zu haben. Immerhin, nach monatelangem bürokratischen Hin und Her, hat sie eingestanden, wir haben einen Fehler gemacht. Markus Fett muss nicht zahlen. Verkehrsanwalt Michael Albert hat aber die Erfahrung gemacht. Meistens profitieren bei solchen Blitzerpannen die Städte und nicht die Autofahrer. Und auch sonst werde viel zu oft da geblitzt, wo sich Geld verdienen lässt. Zum Beispiel, da war immer 100, jeder weiß, ich darf da 100 fahren. Da wird da mal kurzfristig 80 eingeführt und dann wird gemessen. Und da hat man natürlich dann schöne Einnahmen.
Albert sagt, wenn es suspekt wird, auf jeden Fall sofort einen Anwalt einschalten. Doch es sind genau solche undurchsichtigen Fälle, die ein schlechtes Bild auf Blitzer werfen. Wer will, dass Autofahrer Geschwindigkeitsmessungen akzeptieren, dürfe nur an gefährlichen Stellen blitzen, sagt der ADAC. Wer hingegen Messstellen so auswählt, dass sie äußerst überraschend kommen, dass eigentlich nicht verstanden wird, warum dort gemessen wurde, muss damit rechnen, dass er das Gegenteil dessen erreicht. Nämlich Frust, wie bei Helmut Gebhardt. Trotz fehlendem 30er-Schild, sein Einspruch wurde abgeschmettert. Er habe schließlich gezahlt, weil der Richter ihn dazu gedrängt habe. Kurz danach wurden die Verfahren gegen andere Autofahrer eingestellt. Aber mein Urteil war schon gültig und deswegen bin ich jetzt der Dumme in dieser Geschichte. Seine Akzeptanz für Geschwindigkeitsmessungen ist wohl ein für allemal dahin.